Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und zum Abschluss dieser Sendung, zum Abschluss von Fellner live wie immer, das Montagsduell, ist ja schon legendär. Heute aber nur halb besetzt. Robert Miesig ist da, wie immer. Freue mich sehr, Robert. Hallo. Danke vielmals. Und Sie folgen ihm mittlerweile 100.000-fach, wie ich gesehen habe, auf Twitter und auf anderen sozialen Medienkanälen. Also er ist sowas wie die Stimme der linken Gutmenschen in diesem Land. Und dann fehlt uns heute der Kollege Mölzer. Ich weiß nicht, ob der im Wörthersee schwimmt oder ob er noch weiter auf Urlaub gefahren ist. Auf jeden Fall, er ist heute auf Urlaub, nimmt sich endlich einmal einen Urlaub, schwimmt irgendwo in Kärnten in den Seen. Das glaube ich nicht, weil sonst wäre er da. Also offenbar ist er in Frankreich, Spanien, Italien. Istrien eher. Weil das ist ja oder Istrien, ja, in seiner Lieblingsgegend, wo immer. Und er wird heute perfekt vertreten von Dr. Johannes Hübner. Kennt jeder, der ein Mölzer und ein FPÖ-Fan ist, denn Dr. Johannes Hübner war lange Zeit, man könnte sagen, das Anwaltsgewissen der FPÖ, der Rechtsvertreter, manche haben auch gesagt, der Rechtsverdreher der FPÖ, hat dort sehr viele heikle juristische Kausen auch im Parlament vorgetragen. Also viele, viele Jahre Abgeordneter, jetzt Bundesrat der FPÖ und letzte Woche bekannt geworden, weil er Grundzeuge war in diesem Verfahren des HC Strache, wo der HC Strache ja verurteilt wurde und wo man sich eigentlich gedacht hat, aufgrund ihrer Aussage wäre eine Verurteilung gar nicht möglich. Weil sie waren ja der Schlüsselpunkt. Man hat gesagt, der Strache hätte versucht, sie zu überreden, gegen ihr Gewissen dafür zu stimmen, dass in diesen BRIGRAF, in diesen Krankenkassenfonds, auch private Unternehmen hineinkommen und nicht nur Raiffeisenkassenunternehmen. Und die Frage war, hat er sie gezwungen, gegen ihr unabhängiges Gewissen abzustimmen oder nicht? Nein, also in keiner Weise, und das habe ich dort auch klar gemacht, also das war wirklich ein Missstand, den es gegeben hat durch die Interessenskollisionen, die in dem BRIGRAF passiert sind, weil der die Unica-Versicherung ist ja der größte Betreiber von Privatkrankenanstalten in Österreich. Mhm. Und der Chef dieser Privatkrankenanstalten, der Herr, sagen wir mal H, wir wollen ihn jetzt hier nicht nennen, war auch der Obmann der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe in der Kammer. Und die Kammer hat eine wesentliche Stellung gehabt, ob jemand das reinkommt heißt, in den Blick auf oder nicht. Das Gutachten, das Sie damals gemacht haben, dass das ein wirklicher Missstand ist und dass das unzulässig ist, das haben Sie aus freien Stücken gemacht und der HC Strache hat Sie nicht erpresst, gezwungen? In keiner Weise. Der HC Strache hat mich beigezogen zu einer Besprechung mit den beiden Herrschaften, die da auch, also der Bruder, der Helmut G. und der andere. Und dann haben Sie ein Gutachten gemacht dafür? Ich habe kein Gutachten gemacht. Ich habe das mir angeschaut und parteiintern habe ich gesagt, das ist ein echter Missstand, da muss was geschehen. Aber dann müssten Sie sich über das Urteil ja aufregen, weil dann sind Sie offenbar falsch interpretiert worden. Das, weil ich hatte auch den Eindruck, dass der HC primär deshalb verurteilt wurde, weil er sie da an der Ausübung eines freien Mandats verhindert hat. Also ich war bei der Urteilsverkündung ja nicht dabei. Ich weiß nur das, was in den Medien, OE24 Standard und so weiter gestanden ist. Also offenbar nicht so sehr, dass er mich gehindert hat am Mandat, aber dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Spende und den Aktivitäten der FPÖ oder des Straches. Und der besteht Ihrer Meinung nach? Ja, ich glaube, der besteht nicht, weil anzunehmen, Entschuldigung, ich möchte jetzt kein Urteil kommentieren, aber ich tue es doch, anzunehmen, dass der Strache wegen einer 2000-Spende an die FPÖ monatelang Gesetzesinitiativen entfaltet, Pressekonferenz abhaltet und so weiter, das ist nicht wirklichkeitsnahe. Also ich war über diese Entscheidung etwas überrascht, aber ich kenne nicht genau die Hinter- und Beweggründe. Und geben ihm als Anwalt gute Chancen für die Berufung? Oder? Ich gebe ihm da gute Chancen, aber schwer zu beurteilen, ohne den Akt zu kennen. Jetzt bist du ja in der Causa nicht so drin wie der Herr Hübner. Weder, glaube ich, hast du sie minutiös verfolgt. In dem Ansatz ist er ziemlich wurscht, weil du jetzt ja nicht der BRIGRAF-Spezialist bist. Aber es ist immerhin die erste Verurteilung wegen Politkorruption in dieser ganzen Serie an Prozessen, die jetzt kommt. Wie beurteilst du das? Naja, also erstens mal, das hat ja jetzt eh der Herr Hübner schon mal
angedeutet oder versucht auszuführen. Das Urteil beruht darauf, dass es eine Nähe, zeitliche Nähe und einen klaren Zusammenhang zwischen den Aktivitäten, die die FPÖ entfaltet hat, und der Freundschaft mit diesem Herrn plus Spenden an die FPÖ gibt. Und da hat das Gericht entschieden, dass sowas nicht geht. Ja? Auch wenn man jetzt argumentieren kann, ich hätte es auch geändert, wenn ich das Geld nicht gekriegt hätte. Das ist ja quasi das Argument, das Sie jetzt vorgebracht genau. haben. Das geht nicht. Und das ist natürlich, hat eine Präzedenzwirkung, weil das, da stehen dann viele Parteispenden, die eine Nähe haben in Österreich, zur Debatte. Das Zweite ist, das hast du richtig gesagt, das ist die erste, das erste Verfahren in der Causa Strache Ibiza. Da werden eine Reihe dramatischer oder wichtigere kommen. Die Geschichten, Untreuevorwurf dahin, hinblick auf die Spenden. Also auf die, wie heißt das, das Taschengeld quasi, die er von der Partei bekommen hat. Also damit hat sie erst angefangen. Du hast ja richtig gesagt, da werden jetzt einige fällig werden, weil da ist ja eigentlich in Zukunft fast jeder Parteichef mit einem Fuß im Gefängnis, wenn er von jemandem eine Spende kriegt und für den dann versucht, ein Gesetz zu machen. Das soll es ja in der österreichischen Politik öfter gegeben haben. Ja und nein. Ich meine, David, kann man ja jetzt nur sagen, da ist die Nähe oder die Kausalität so naheliegend, dass man das einfach bleiben lassen soll. Die Frage ist natürlich, ist ein Politiker, der sich für etwas einsetzt, das er für richtig hält, was aber jemand nutzt, mit dem er befreundet ist, eher in der Ziehung als einer, der sich was einsetzt, ohne dass er einen Freund hat, dem es was nutzt. Ja? Also das wären dann interessante Fragen ja, in Zukunft aber sein. Aber man muss ja fairerweise sagen, auch die ÖVP hat dieses Gesetz ja unter anderem gemacht und die Unica ist ein nicht ganz unbeträchtlicher ÖVP-Parteispender. Ja, ich glaube, das wird auch zu einem weiteren Verfahren führen. Alles andere wäre jetzt eine grobe, sagen wir mal, Unverhältnismäßigkeit. Wenn man jetzt in Strafe verurteilt und die anderen, die das natürlich laufend nicht, ich sage nicht machen, aber diesen Zusammenhang haben oder diese zeitliche Nähe oder diese mögliche Nähe, also die kann man da nicht ungeschoren lassen. Das heißt, wenn man da jetzt quasi Klartext reden hast, dass der Nächste, der ein Problem bekommen kann, ist der ehemalige Finanzminister Löger, oder? Also ich habe das ja nur gelesen in der Zeitung. Naja, das geht weiter zurück. Das geht in Richtung Spindelegger, Mitterlehner und so weiter. Ja, damals haben die ja schon heftig gespendet. Das ist eine Praxis, ich möchte fast sagen, ein Fundament der Zweiten Republik. Diese Art, so wie die Postenbesetzung, die jetzt kriminalisiert wird, am Beispiel Casino Austria, die aber seit 1949, seit es die Verstaatliche gibt, so geübt wird. Also das ist ein Urteil, das kann noch für viel, viel, viel Aufregung. Das kann für viel Aufregung sorgen. Ja. Ein Thema, das jetzt auf jeden Fall für Aufregung sorgt, ist die Impfpflicht. Wir haben am Mittwoch eine große Regierungsklausur wieder mit den Ländern. Es wird die Frage sein, was macht diese Regierung jetzt im Herbst, um einen vierten Lockdown zu vermeiden? Traut sie sich, eine Impfpflicht zu machen? Es kommen die ersten Unternehmer hervor, der Attila Dogudan heute in Österreich, der Christian W. Mucher morgen hier in diesem Fellner Live. Die sagen, die Impfpflicht muss kommen. Es muss eine gesetzliche Impfpflicht her, dann sind wir alle Sorgen ledig. Was sagst du dazu als einer, der fürs Impfen ist, aber ich glaube eher einer Pflicht skeptisch gegenübersteht? Naja, ich stehe ja deswegen skeptisch gegenüber, weil wir haben ja schon so eine Spaltung in der Gesellschaft und so eine antagonistische Polarisierung. Und diejenigen, die so gar nicht sich impfen lassen wollen, die wirst irgendwie weder mit einer Pflicht sozusagen überreden können und zwingen kannst du ja ohnehin nicht. Das geht ja nicht. Du kannst ja niemand vorführen mit der Polizei und der Arzt. Wird es ja nicht geben. Natürlich könntest du gelindere Mittel anwenden, wenn du dich nicht Pflicht impfen lässt, musst du Straf zahlen oder so irgendwas. Ja. Aber das halte ich für ziemlich problematisch, vor allem da wir noch nicht alles ausgereizt haben, sagen wir mal so. Ja? Zu sagen, mir wäre jetzt näher zu sagen, schauen wir doch, dass wir so viele wie möglich Menschen, die jetzt sich noch impfen lassen würden wollen, zur Impfung bringen. Es gibt ja unter denjenigen, die sich bis jetzt nicht geimpft haben, glaube ich, drei Gruppen. Das eine sind die so radikal dagegen sind, weil sie der Meinung sind, der Bill Gates wird ihnen da jetzt irgendwas einchippen. Dann gibt es aber auch diejenigen, die gewisse Sorgen haben und Ängstlichkeiten, weil sie irgendwas gehört haben, also so eine gewisse Unentschiedenheit haben, gegenüber Fragen, die ja wirklich beantwortet gehören. Ja, wie ist es bei jungen Frauen? Man hat ihnen gesagt, da könnte wer unfruchtbar werden. Das ist zwar Fake News, aber das musst du ja
schlüssig widerlegen, wenn du die Leute die Angst nehmen willst. Und bei manchen Bereichen ist es nicht so Fake News. Wir wissen ja sozusagen, bei den AstraZeneca-Impfungen zumindest hattest du relativ viele Thrombosen und auch diese gefährlichen Gehirnvenenthrombosen. Aufgrund dieser verschiedensten Dinge haben viele Menschen Angst oder Skepsis und die musst du den Leuten nehmen. Deine Lösung. Ja auch noch. Die gibt es ja auch noch. Deine und das Dritte ist dann wurschtige Leute, die bis jetzt noch nicht hingegangen sind, weil es was Besseres zu haben. Gibt es auch. Ja? Deine Lösung. Meine Lösung wäre, dass man eine sehr, sehr sachliche Impfkampagne, das hätten wir längst machen können, ja? Also im Juni oder Juli ging die Verantwortung für die Impfkampagne vom Gesundheitsministerium zum Bundeskanzleramt und das Bundeskanzleramt hat nichts mehr gemacht, ja? Also seit 3 Monaten. Ja? Und auch der Bundeskanzler hat sich nicht wirklich eingemischt. Ich glaube, das hat ein bisschen mit den oberösterreichischen Landtagswahlen zu tun, was ich für problematisch halte, weil dass ein Bundeskanzler etwas, wir haben schon uns daran gewöhnt, dass der Bundeskanzler so manches sagt, was populär ist. Aber was wir übersehen, ist, dass der Bundeskanzler viele Dinge nicht tut, weil er sich denkt, das könnte ihm schaden. Ja? Mhm. Dinge, die notwendig wären. Und das ist natürlich... Dein Vorschlag ist also was? Große Impfkampagne jetzt muss her? Eine große Impfkampagne, ja. Sachliche Information, stark auf genau die Fragen eingehen, die manche skeptische Leute haben, so dass man es auch finden kann. Jede dieser Fragen ist beantwortet. Und die es müssen sich mehr Österreicher impfen lassen, aber ohne Pflicht. Es müssen sich mehr Menschen impfen lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, 63%. Da sind die Kinder drinnen. Also insofern sind wir ca. 25%, die sich impfen. Du hast vorher eine wichtige Gruppe vergessen, die sich nicht impfen lässt. Das sind die FPÖ-Wähler. Herr Dr. Hübner, die gehören zu den Rabiaten oder den Skeptikern dazu. Sind sie geimpft? Sind sie geimpft? Ich bin nicht geimpft. Sie sind nicht geimpft? Ich bin nicht geimpft. Ja. Ich bin aber genesen, wie das so schön ist. Ja. Und warum genesen, sind Sie nicht geimpft? Warum? Weil ich, erstens, weil ich Genesener bin, sozusagen. Na gut, aber das genesen, endet ja in 2-3 Monaten. Ja, das endet eine Weile. Ich habe mich das zweite Mal schon auf Antikörper untersuchen lassen und die sind nach wie vor hoch. Mhm. Und wie man aus Israel ja weiß, sind die Genesenen ungefähr 20, 25 Mal besser geschützt als die Geimpften. Also Sie sind der Meinung, solange Sie Antikörper haben, brauchen Sie keine Impfung? Ja, ich bin nicht nur der Meinung, sondern das ist so. Das wird zwar nicht publiziert, das ist auch ein Teil, was der Misi gesagt hat, was an Aufklärung reingehört. Hier wird ja so getan, als ob nur die Impfung hilft und ohne Impfung sind würden alle tot. Ne? Sie, würden Sie Freunden, persönlichen Freunden, Bekannten, die nicht genesen sind, raten, sich impfen zu lassen? Oder sind Sie hier eher auf FPÖ-Linie und sagen, das muss eine völlig freie Entscheidung sein? Und in Wahrheit ist jeder gut beraten, der sich nicht impfen lässt. Also das muss jeder frei entscheiden. Ich bin kein Virologe und Arzt und würde da jetzt keinen Tipp geben. Aber man muss eines schon sagen zur Information. Jetzt sind in Österreich 63% geimpft. Viel mehr scheint es nicht zu werden, aber das stagniert jetzt. Also ungefähr 38% wollen, aus welchen Gründen auch immer, das nicht. Wenn es so ist, dass die Impfung nützt, davon gehen wir mal aus, sonst brauchen wir nicht weiter diskutieren. Sie nützt zwar nicht so wie gedacht, aber sie nützt im Prinzip. Dann sollte das ja wohl reichen. Wir haben voriges Jahr kein Problem gehabt mit den Intensivbetten. Es wurde zwar wöchentlich gewarnt und Panik verbreitet, aber es ist nichts passiert. Es ist eigentlich auch sonst in Europa keine Intensivbettenknappheit. Also Sie meinen, jetzt haben wir 40% Geimpfte halten wir aus? Ja, locker. Wenn wir 100% Nicht-Geimpfte ausgehalten haben, ohne die Betten zu überlasten, dann werden wir 38% oder 37% und davon einen entsprechenden Anteil aushalten. Weil der wird aber, also allenfalls ein Drittel sein. Aushalten? Ja, aushalten heißt, wir haben einen Lockdown von November bis März gehabt. Keinen gesundheitspolitischen Notstand zu haben. Der Lockdown war ja meiner Ansicht nach, vollkommen sinnbefreit. Wir wissen ja aus den wenigen Ländern, die sich diesem internationalen Druck widersetzt haben, wie Schweden, dass der Lockdown so gut wie nichts bringt. Die Schweden liegen in den Todesfällen, und das ist ja das Entscheidende, was es wirklich an Opfer fordert, genau in der europäischen Mitte. Und viele Super-Lockdown-Staaten wie Frankreich, Tschechische Republik liegen weit drüber. Andere liegen wie Österreich knapp drunter. Wir mit allen Lockdowns liegen nur ganz knapp drunter. Pro 100.000 Einwohner. Also der Lockdown bringt ja sowieso nichts. Die nächste Welle hält man locker aus, auch wenn 40% ungeimpft sind. Na locker, Man könnte sagen, das ist ein bisschen egoistisch, oder? Warum ist das egoistisch? Ich weiß nicht, ob es egoistisch ist. Ich meine, von Herrn Hübner ist es nicht egoistisch, zumal er ja auch genesen ist. Da würde ich schon zustimmen. Ja. Beim jetzigen Stand des Wissens sind die Genesenen genauso zu behandeln wie die Geimpften. Nur, dass die Lockdown, erstens mal, sie tun so, als hätte Schweden keine Maßnahmen gehabt. Die haben
viele Maßnahmen gehabt. Keine Lockdown. Nicht einmal in Ansätzen. Aber wir haben in Österreich 8.000, 9.000 Tote gehabt in der zweiten Welle vom November an. Also die erste Welle war ja eher Kleinigkeit, aber die große Zahl an vermeidbaren Toten, die waren vermeidbar oder zumindest ein Großteil davon war vermeidbar, haben wir ab November zu beklagen gehabt. Und dann haben wir eigentlich einen Lockdown gehabt von November bis zum März. Und ansonsten wäre ja das Gesundheitssystem und die Intensivstationen überlastet gewesen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, das muss man offen sagen, wir wissen jetzt nicht, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten gestaltet. Von der Dynamik her im Hinblick, wir haben jetzt nur mehr 40% oder 35% Ungeimpfte, bei denen das normale Infektionsgeschehen stattfinden wird. Das sind weniger, aber andererseits mit einem sehr, sehr viel infektiöseren Virus. Und dann wird man schauen, was das für das Gesundheitssystem Intensivkapazitäten bedeutet. Herr Doktor, aber darf ich noch eins sagen? Ja. Aber es ist ja jetzt nicht nur so, dass man verhindern soll, dass Menschen auf Intensivstationen kommen und dort sterben. Ja, ich will eigentlich auch nicht eine Durchseuchung der Kinder, die sich jetzt noch nicht impfen lassen können, von denen manche dann Long-Covid bekommen. Das sind ja auch große gesundheitliche, aber auch psychische und sonstige Belastungen. Und da ist es auch eine Solidarität mit den Schülerinnen und Schülern, die eh so viel ertragen mussten in den letzten 2 Jahren, dass wir Erwachsene eine effektive und relativ unproblematische Impfung da machen, auch in Solidarität mit den Kindern. Herr Doktor, darf ich fragen, Ihre These ist ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die vierte Welle hält man locker aus, unser Gesundheitssystem kann das leicht übertauchen, weil das hat selbst zu einer Zeit übertaucht, dass es überhaupt noch keine Geimpften gab. Und jetzt kommen wir da eh locker durch, weil wir 60% geimpft haben und die anderen sind halt ein bisschen im Spital. Ja, die sind halt ein bisschen im Spital. Also auch die Zahl der Hospitalisierungen ist ja in der letzten Welle schon sehr, sehr gering gewesen. Wir reden ja davon Promillsätzen der Leute. Also Leute wie ich zum Beispiel, die überhaupt keine Symptome haben, sind ja die überwältigende Mehrheit. Das ist ja ganz wenige. Das sind ja, sonst wäre das Gesundheitssystem also kollabiert. Keine Aufregung wegen Covid, die Panik ist viel zu groß. Viel zu groß, viel zu groß. Und man sieht ja, dass die Maßnahmen, nicht nur Schweden wird immer gebracht und es wird nicht argumentiert, sondern beiseite geschoben, das Beispiel Schweden. Aber sieht man auch in den USA, da haben ja manche Staaten schon im Februar alle Maßnahmen aufgehoben, nichts gemacht, Masken weg, sogar Verbote von Impfpässen und so weiter verhängt und die Staaten haben heute weniger Fälle und weniger Todesfälle als die super Lockdown-Staaten wie Kalifornien und New York. Warum auch immer also es so Florida ist. Florida und so weiter, also gerade in dem, Sie haben recht, dort wo viele Menschen geimpft sind, ist die jetzige Welle in den USA nicht so ein Drama. Aber in bestimmten Regionen und Bundesstaaten, wo viele Menschen nicht geimpft sind, wie Florida oder anderen, da hast du ein riesengroßes Problem. Erinnern Sie sich an Louisiana, letzte Woche, wie dieser komische Hurricane, dieser furchtbare Hurricane dahergekommen sind. Man musste alle Krankenhäuser in Louisiana, die bedroht waren von den Hurricane, evakuieren, hat aber das nicht evakuieren können, weil in den Intensivstationen anderer Krankenhäuser kein Platz mehr war. Herr Doktor, Schlussfrage für die erste Runde. Ja. Ja. Was spricht denn dagegen, dass man sagt, jetzt wo wir wissen, die Impfung schützt davor, dass man, wenn man Covid angesteckt ist, ins Krankenhaus muss, dass man sagt, aus Solidarität lassen Sie alle impfen. Es gibt eine gesetzliche Impfpflicht, so wie es das ja auch bei diversen Kinderkrankheiten gibt. Ja, das ist ein großer Unterschied, weil die Kinderkrankheiten, wo es gesetzliche Impfpflichten gegeben hat, es gibt ja kaum mehr welche, das waren wirklich welche mit dramatischen Verläufen wie die Diphtherie und Ähnliches. Aber heute bei einer Krankheit, die einen sehr geringen Zoll fordert, das muss man so sagen, das ist nicht zynisch, aber das ist so, der Zoll ist ein sehr, sehr geringer im Vergleich mit anderen Krankheiten, einen so massiven Eingriff zu machen, die Leute zu zwingen, sich impfen zu lassen, egal durch eine gesetzliche Maßnahme, die schwer vorstellbar ist, oder durch faktische Maßnahmen, indem man sagt, es kann keiner mehr ins Restaurant, ins Theater, ins Kino, ins Flugzeug, ohne 1G, ohne geimpft zu sein. Das ist völlig außerhalb der, meiner Ansicht, außerhalb des sogenannten Verhältnismäßigkeitsgesetzes. Jetzt sind Sie Anwalt und es gibt erste Anwälte, die sagen, wir vertreten die, weil wir werden für sie gewinnen. Was sagen denn Sie dazu? Ich bin erstens einmal seit kurzem nicht mehr Anwalt, sondern emeritiert schon. Ja, aber ich lebe natürlich in der Welt der Anwälte. Ja.
Und Sie meinen, wenn ich jetzt ein Mandat hätte, jemand zu vertreten, der... Genau, der sagt, ich will klagen, wenn es eine gesetzliche Impfpflicht gibt. Glauben Sie, hätten Sie dann gute Chancen? Weil der Heinz Mayer sagt ja, das ist verfassungsrechtlich voll okay. Ja, der Heinz Mayer gibt viele Gutachten ab. Ja, ich will ihm jetzt nichts nachsagen, aber es gibt viele Heinz Mayer Gutachten in verschiedene Richtungen. Ja. Ja. Aber lassen wir mal das beiseite. Ich glaube, dass es verfassungsmäßig ja nicht okay ist. Was aber nicht heißt, dass unser Verfassungsgerichtshof, der ja, wie vieles in der Republik, aber in der Justiz einzigartig politisch besetzt ist, sagen würde, es ist okay. Ja. Mhm. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist ja auch letztendlich eine politische Entscheidung. Ja. Mhm. Aber ich würde den Geist der Verfassung nicht so verstehen, dass das gedeckt wäre. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Wesentliche, ob man jetzt da irgendwie haarspalterisch da in der Verfassung noch was findet oder nicht. Das ist ein sachliches Argument. Es ist meiner Ansicht nach absolut überzogen und unnotwendig. Die Impfquoten sind so hoch, die Zahl der nicht Geimpften so gering, dass jetzt, wenn die Impfung nutzt, dann sind die kein Problem fürs Gesundheitssystem. Wenn jemand das Risiko, das erhöhte Risiko eingehen will, jetzt nicht geimpft zu sein, dann soll er das eingehen. Ist ja bei der Grippeimpfung genauso. Ist ja niemand auf die Idee gekommen, das verpflichtend zu machen, obwohl wir auch 2000 Grippetote im Jahr gehabt haben. Interessanterweise gibt es keine Grippe mehr. Danke, ist jetzt ausgestorben. Danke, Dr. Hübner. Ja. Ganz in der Tradition des Andreas Mölzer heute bei Fellner Live. Kurze Werbepause und dann haben wir noch zwei spannende Themen. Wie schaut es aus mit den Flüchtlingen aus Afghanistan? Soll man die jetzt reinholen oder nicht? Und dann, wenn wir schon den Robert Miesig da haben, als besten Kenner der deutschen Innenpolitik, wer gewinnt die deutsche Wahl? Wir sind gleich wieder da. Fellner Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Runde 2 im Duell am Montag, das üblicherweise M&M heißt. Miesig gegen Mölzer, heute M&H. Miesig gegen Hübner. Mölzer schwimmt irgendwo in der Adria, haben wir gehört, hat also urlaubsfrei. Heute und er wird vertreten von einem, der in vielen Dingen in seine Fußstapfen getreten ist, Dr. Johannes Hübner, früher bekannter Abgeordneter der FPÖ, jetzt auch im Stache-Prozess, kurzfristig wieder in aller Munde und mittlerweile Bundesrat, so wie es der Mölzer war, bevor er in den Zustand des, würde ich sagen, Kommentators und Wissenschaftlers getreten ist. Und auf der anderen Seite, wie immer am Montag, Robert Miesig, sozusagen schussbereit mit seinen Social-Media-Waffen, mit seinen Blogs und seinen Postings. Und dort natürlich auch ein ganz ein großes Thema in den letzten Tagen Afghanistan. Was in Afghanistan passiert und die Frage, soll Österreich afghanische Flüchtlinge, vor allem Frauen, Richterinnen aufnehmen, so wie das Randy Wagner und Ludwig gefordert haben, oder sollen Afghanen nicht nach Österreich dürfen, wie das unser Bundeskanzler vehement in Bild und Welt in Deutschland vertreten hat, dort auch eine heftige Diskussion ausgelöst hat. Deine Meinung, Robert? Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja erstens mal ein bisschen daneben, weil es nicht ein reales Problem ist. Und auf der anderen Seite geht es mir trotzdem wahnsinnig auf die Nerven, nämlich, dass wann so eine Tragödie wie im Land wie Afghanistan passiert, wo nach 20 Jahren alle Bemühungen des Westens, dort sowas wie Rechtsstaat, Demokratie, Pluralismus oder zumindest was mit Menschenrechten aufzubauen, in einem Fiasko enden, dann flüchten diejenigen, die mit uns westliche Werte dort versucht haben durchzusetzen. Und man hat ja da auch was erreicht. Man hat ja sozusagen Journalisten, Richter, Frauen ins gesellschaftliche Leben involviert. Und die lässt man jetzt zurück. Natürlich muss man die retten. Und dass man dann das Erste, was in Österreich diskutiert wird, ist, sagt, na, um Gottes Willen, wir wollen keine Menschen helfen. Wir sind die eigentlichen Opfer. Weil wenn die zu uns kommen, sind wir die Opfer. Statt dass man klarerweise sagt, das sind die Opfer einer Tragödie. Das geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Wenn man sich anschaut, in Europa oder auf der ganzen Welt eigentlich, ich glaube 104 Länder sind bereit, Menschen aufzunehmen, die da jetzt flüchten und Österreich ist das einzige, ist eine Insel auf der europäischen Landkarte, selbst die Polen, selbst die Tschechen, die bisher oder auch die Ungarn, bei Ungarn weiß ich es nicht genau, aber alle, die bisher sozusagen so eine harte Haltung eingetreten sind, die sind da jetzt pragmatischer und wir Österreicher, ja, wir machen uns lächerlich und müssen uns eigentlich schämen.
Genau. Herr Doktor, ich nehme an, Sie sind ein Vertreter dieser Insellösung, dieser österreichischen, oder? Ja, ich bin nicht nur ein Vertreter der Insellösung, sondern diese Insellösung sollte ausgeweitet werden. Und man sollte endlich einmal realistisch und ehrlich sein und nicht immer von Flüchtlingen und Retten reden, wenn es um Einwanderung geht. Die Afghanen, die jetzt in Österreich sind, die sind alle, und zwar zu 99% nach 2001 gekommen. Die sind also gekommen, während dieses Land von der westlichen Wertegemeinschaft verwaltet, die Taliban würden nicht verwaltet sagen, sondern besetzt und unterdrückt gewesen ist, wo Demokratie, Rechtsstaatlichkeit angeblich geherrscht haben oder man versucht hat, sie aufzubauen. Also die da gekommen sind, deren Asylgründe würde ich einmal vorsichtig gesagt hinterfragen. Ja? Und jetzt, nachdem diese Asylgründe weggefallen sind, dieses westliche System gibt es nicht mehr, was immer da die Asylgründe gewesen sind, jetzt beginnt auf einmal eine Rettungsaktion. Jetzt werden Leute aus diesem Land gerettet. Ja. Wer wird da bitte gerettet? Ja. Zu retten sind vielleicht Leute, die dort am Verhungern sind. Da gibt es Millionen davon. Aber es werden angebliche Journalisten gerettet, nichts gegen Journalisten, angebliche Journalisten gerettet, angebliche Abgeordnete und so weiter, weil die Taliban die umbringen würden. Jetzt wissen wir aber, dass sogar die Minister, der Vizepräsident, alle praktisch außer dem Präsidenten, der sich mit 164 Millionen Dollar nach Dubai abgesetzt hat, im Land geblieben sind und keiner ist massakriert worden. Wir wissen ja seit Juni aus den Gebieten, wo die Taliban drinnen sind, dass sie ihre Zusage, eine Generalamnestie zu geben und niemanden zu belangen für Taten der Vergangenheit, eingehalten haben. Es gibt so Einzelberichte, irgendeine Frau wäre geköpft worden, die aber unüberprüfbar sind. Das sind Einzelberichte. Aber es gibt aus den Gebieten, wo die Taliban teilweise seit Anfang Juni herrschen, keine Berichte, dass die dort abrechnen. Und die Behauptung oder die Annahme, es würde ein Dolmetsch, der vor 10 Jahren oder vor 7 Jahren für die Norweger gearbeitet haben, jetzt von den Taliban umgebracht, ist ja absurd. Genauso wie die Behauptung, ja, warum sollen die einen Dolmetsch, der für die Norweger gearbeitet haben, umbringen? Ja, also die werden wohl andere Sorgen haben jetzt als Leute, die vor 10 Jahren gearbeitet haben. Zwei Dinge, ja. Ich bin ja normalerweise immer mit dir auf einer Linie, aber zwei Dinge sind mir doch aufgefallen. Erstens, wenn ihr die Bilder dieser Maschinen sehen, ja, die da evakuiert wurden, die ja voll sind mit Menschen, teilweise ein echtes Menschenmeer, wir sehen dort fast nur Männer. Ah ja, wir sehen praktisch keine Frauen, keine Kinder. Es ist offenbar dieses Ausleseverfahren an diesem Flughafen in Kabul so brutal gewesen, dass sich die Männer da halt hineingekämpft haben in die Flugzeuge und die Frauen sind draußen geblieben. Punkt eins. Und Punkt zwei, die Bild-Zeitung, die ja bisher sehr vehement für Flüchtlingsaufnahme war, hat mittlerweile festgestellt, über 250 von denen, die Deutschland aufgenommen haben, haben keinerlei Identitätsnachweis und sind möglicherweise, schreibt die Bild heute, Schwerverbrecher. Naja, möglicherweise ist ein großer das war jetzt ein bisschen viel. Also gab es diese Bilder, da hast du recht, wo überwiegend jetzt Mehrzahl Männer war. Es gab aber auch andere Flugzeuge, wo das sehr, sehr viel anders war. Das nehme ich mal an, dass das auch einen Unterschied im jeweiligen Verfahren, wie die Leute reinkommen sind, bedeutet. Manchmal ist es mehr chaotisch, manchmal ist es weniger chaotisch. Braucht man sich ja jetzt nicht wahnsinnig drüber wundern. Das Zweite ist, und das betrifft auch die vergangenen Jahre, ich kann da auch vieles von Ihren Fragen, die Sie da formuliert haben, auch beantworten. Viele dieser jungen Männer, warum sind vor allem die jungen Männer weggegangen? Weil das war auch sozusagen schon unter NATO-Herrschaft so, dass die Taliban natürlich Regionen kontrolliert haben oder zumindest den Untergrund kontrolliert haben. Die sind zu den Familien gegangen und haben gesagt, entweder kommen eure Kinder zu den Taliban, einer von euren Söhnen, oder wir bringen um. Oder die Familie, nach so einem Fall kenne ich gut, ja, hatten einen, der für die Amerikaner gearbeitet haben und die sind hingegangen zu den Familien und haben den umbringen wollen, haben aber nur die zwei Söhne gefunden und den einen misshandelt und den anderen in Ruhe lassen. Was haben die beiden gemacht? Natürlich sind sie so schnell wie möglich aus dem Land raus. Naja, schon, da ist ja kein Grund, nach Österreich oder Schweden oder Deutschland zu emigrieren. Da wäre die Möglichkeit nach Kabul oder Masai-Sharif oder die waren schon in Kabul. Nee, aber in Kabul sind die seit 15. August. Ja, also, zu glauben, dass Kabul so ein sicherer Ort war. Sicher ist die Welt außerhalb Europas nirgends. Ja, aber wir haben halt 7,3 Milliarden von Milliarden in Unsicherheit leben. Und Menschen, die bedroht sind, aber die Schlussfrage, hat der Kanzler nicht recht,
wenn er sagt, wir nehmen keine Afghanen aus, weil wir wissen nicht, wie viel sich da mit hereinschmuggeln. Nein, Entschuldigung, das wollte ich aber gerade beantworten. Keine Flüchtlinge sind, sondern ohne Identitätskarte da hereinkommen. 250 auf den deutschen Transport ist schon ganz schön. Naja, aber jetzt pass mal auf. Also erstmal habe ich auch diese Zahlen gesehen. Ja. Vier Leute sind nachweislich, haben sie eine geschmuggelt, die offensichtlich vorher schon als Schwerverbrecher abgeschoben worden sind. Unter Tausenden, das kann ich ja total nachvollziehen. Du hast dann Chaos am Kabuler Flughafen. In Usbekistan, wo die als erstes hingeflogen werden, hast du wahrscheinlich auch nicht alle technischen Instrumente, die notwendig sind, sozusagen schon die biometrischen Abgleiche zu machen, die du aus Deutschland hast. Und in Frankfurt kommst du dann drauf, Viere waren ein Blödsinn. Ja? Und jetzt gebe ich zu, möglicherweise gibt es nur 200, bei denen du das gar nicht weißt, aber das heißt ja nicht, dass es stimmt, dass sie auch welche sind wie die vier, sondern dass du es halt einfach nicht weißt. Ja? Also das sozusagen in der wirklichen Welt wirst du nie was fehlerfrei machen können, das wissen wir doch eh. Ja? Aber von so kleinen Fehlern da jetzt ein Spin zu machen und ein Narrativ zu machen, halte ich für einen vollkommenen Blödsinn. Und wir haben ja auch die Bilder vom Kabuler Flughafen gesehen, wir haben die Bilder von den Grenzen gesehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass da massenweise Menschen rauskommen, weil du kommst ja gar nicht raus. Es ist ja eher so, dass mit viel Mühe der Westen einigermaßen Leute, die für uns gearbeitet haben, in der US-Armee, aber auch in westlichen NGOs, die Adenauer-Stiftung oder die Ebert-Stiftung und so weiter, diese großen deutschen Stiftungen, also, sagst, dass man die rausgebracht hat. Du sagst, der Kanzler hat nicht recht, er macht sich eher lächerlich weltweit. Was sagen Sie, Herr Hübner? Ja, der Kanzler hat natürlich recht in dieser Sache. Ja. Zu dem, was er sagt, da stimme ich hundertprozentig zu. Man muss allerdings auch sagen, dass auch die österreichische Evakuierungsaktion, die sehr hoch gehalten wurde, problematisch ist. Wer wurde da evakuiert? Österreichische Staatsbürger oder Leute, die in Österreich einen Aufenthaltstitel haben. Nachdem Afghanistan nicht wirklich das Touristenzentrum ist, wo die Österreicher gehen und auch weniger Auswanderer dort sind, nämlich genau null, ja, kann man davon ausgehen, dass so gut wie alle dieser Leute Asylwerber, ehemalige Asylwerber gewesen sind, mit oder ohne österreichischen Pass, und dass der Aufenthaltstitel, den sie haben, aus einem Asylantrag beruht. Sonstige Einwanderer gibt es praktisch nicht in Österreich. Es ist so, wie wir das auch in Tschetschenien kennen, dass offenbar viele Hunderte dieser Asylwerber, die dort vor Verfolgung und Not flüchten, Urlaub und Familienbesuche machen, was ja viel sagt. Das kennen wir aus Tschetschenien. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie glauben, da sind einige zurückgekehrt, die vorher rausgefahren sind. Erstens einmal das. Ja? Zweitens einmal sind auch in Österreich mit Sicherheit Leute dabei, die hier bereits ein negatives Verfahren haben. Weil das wissen wir, dass gerade Leute, die schon im Ausland gewesen sind, die sich auskennen, die gewarnt sind, es vermocht haben, sich durch Bestechung und so weiter in den Flughafen hinein zu reklamieren. Schlussfrage. Eine Kontrolle ist ja nicht möglich gewesen. Randy Wagner, ja. Ludwig wollen Frauen aufnehmen. Frauen, die dort besonders gefährdet sind, als Richterinnen, als Lehrerinnen, als Mütter mit Kindern. Was sagen Sie dazu? Ja oder nein? Ja, klar, ein glattes Nein, weil wir ja hier nur einen Brain Drain fördern. Warum sollten wir die Lehrer und die Richter von dort herausholen? Da gibt es keinen Hinweis, dass die Taliban die umbringen oder einsperren werden. Ob sie alle ihren Job behalten, ist etwas anderes. Ob alle Richterinnen bleiben. Aber dass die jetzt umgebracht oder eingesperrt oder sonst Repressalien erleiden werden, ist sehr unwahrscheinlich. Und die Lehrerinnen, da werden sie sich hüten, die Lehrerinnen nach Hause zu schicken, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, das Schulwesen sonst aufzunehmen. Also ich kann dazu nur sagen, das ist ich glaube, das richtet sich von selber, also gerade diejenigen, die, wo sie sogar sie zugestehen, dass sie sich für genau das eingesetzt haben, wofür wir uns auch einsetzen und die jetzt bedroht sind, zu sagen, denen soll man auch nicht helfen, weil die sollen dann bleiben. Ich meine, das ist ja richtig gehend absurd. Sozusagen, vorher haben wir Corona diskutiert und ihr Verständnis für Leute, die Angst vor einer Spritze haben, und jetzt haben es plötzlich tun sie Leuten in einem Bürgerkriegsgebiet, wo die Taliban die Macht übernommen haben, raten, dass sie mutig dort bleiben und sagen, man soll denen nicht helfen, wenn sie nicht mutig dort bleiben, sondern versuchen, ihr Leib und ihr Leben zu retten. Ja? Das ist doch von einer menschenverachtenden Zynismus, wo ich glaube, ich gar nicht viel mehr sagen muss. Naja, also jetzt muss ich leider schon sagen, das richtet sich natürlich auch von selbst, um diese schönen Worte zu verwenden, weil wenn man sagt, dass jeder in dessen Land ein Putsch oder ein Regimewechsel stattfindet oder dem Böse oder Militärdiktatoren in die Macht kommen, in Österreich oder in Europa,
Europa von aufgenommen jeder, werden. Jeder hat keiner gekriegt, sie haben von keiner gesprochen. Ich rede davon, die Oberschicht oder die Richter oder die Lehrer oder wer immer sich da verfolgt, jetzt fühlt, wenn wir die alle nach Europa nehmen, wenn wir in Guinea jetzt sagen, ah, jetzt müssen wir alle, die mit dem Alpha Condé gearbeitet haben, holen, weil die sind jetzt vielleicht bedroht, die werden eingesperrt oder Schlimmeres, dann bekommen wir natürlich diese Massenmigration, die wir haben, aber das Ganze in Potenz. Ein Afghane, der sich bedroht fühlt, der hat die Möglichkeit, und davon haben 4 Millionen insgesamt Gebrauch gemacht, in den Iran, nach Usbekistan oder nach Pakistan zu gehen. Pakistan hat 2 Millionen Afghanen, die dort sind, aber gerade die 700, die meinen, sie müssen nach Österreich, Schweden oder Deutschland kommen, die müssen wir retten. Aber also dafür werden Millionen, hunderte Millionen aufgewendet. Ganz genau, was Sie hier machen. Das richtet sich zuerst, von selbst. Zuerst sagen Sie, wir sollen überhaupt niemand helfen, und dann sagen Sie, man kann ja nicht jedem helfen. Es hat niemand davon geredet, dass man jedem hilft, dass wir unsere Verpflichtung, wie andere auch, ohnehin in kleineren Rahmen, weil wir ein kleines Land sind. Unsere Verpflichtung ist eine, die Sie dogmatisch religiös postulieren. Menschenrechte sind eine Religion. Das hat damit Menschenrecht nichts zu tun. Das heißt ja nicht, dass einer, der sich in Afghanistan oder Guinea verfolgt fühlt, nach Österreich kommen muss. Guinea hat ja Nachbarländer, so wie Afghanistan. Und die Aussage von Kurz, da gebe ich mir vollkommen recht, dass wie 99% der Flüchtlinge, auch die nach Österreich kommen, die Möglichkeit hätten, in den Iran oder nach Pakistan zu gehen, unter wirtschaftlich natürlich bedeutend schlechteren Voraussetzungen. Also das ist ja eindeutig. Das war die Runde zum Thema Afghanistan mit dem Robert Miesig, der sagt, höchste Zeit, dass wir Richterinnen und Frauen teilweise nach Österreich da rausholen und ihnen sagen, Gott bewahre. Kurze Werbepause, und dann werden wir den Robert, der gerade ein paar Wochen in Deutschland verbracht hat, fragen, wer wird denn die deutsche Wahl gewinnen? Und Sie natürlich auch. Wir sind gleich wieder da. Trainer live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. So, und zum Schluss von Fellner Live heute ein kleines Da Capo noch bei Miesig gegen Hübner, weil Mölzer schwimmt im Meer. Aber zu einem Thema, das wir noch alle gemeinsam ein paar Mal diskutieren werden. Wenn ich das jetzt so genau im Kopf habe, 3 Wochen haben wir noch, dann ist die deutsche Bundestagswahl. Robert Miesig, wie immer, im Sommer in Deutschland gewesen, hat jetzt die deutsche Szene relativ gut inhaliert, wird uns gleich sagen können, was dort wirklich abgeht. Dort gibt es ja einen der größten Stimmungswechsel der jüngeren politischen Geschichte. Dort hat die CDU allein in diesem Monat 7% verloren, was gewaltig ist. Und gleichzeitig der Kandidat der roten SPD, Scholz, den du uns seit langer Zeit schon als Top-Politiker empfiehlst, 7% zugelegt, die Grünen schwimmen auch nach unten, die AfD ganz leicht nach oben. Herr Hübner, Sie sind AfD-Anhänger? Naja, ich bin ja in Österreich, also ich sympathisiere von den deutschen Parteien mit der AfD, keine Frage. Muss man ganz schön mutig sein in Österreich, um AfD-Sympathisant zu sein. Naja, ich bin ja kein Feigling. Gut, also kann Sie mir sagen, vorwerfen, die AfD soll gewinnen. Sie wird nicht gewinnen, aber wenn es ganz hoch hergeht, ist Platz 3 drinnen. Sie kämpft derzeit mit der FDP um Platz 4. Aber wenn die Grünen weiter so verlieren wie in der letzten Woche, dann könnte die AfD vielleicht sogar noch eine Überraschung hinlegen. Glauben Sie das, dass die AfD Dritter werden kann? Was bedeutet das für Deutschland, wenn das wirklich so wäre? Und wer wird die Wahl gewinnen, Ihrer Meinung nach? Ja, also ich glaube das nicht. Es würde mir zwar gefallen, gebe ich zu, aber ich glaube es nicht, weil hier die, da muss ich das Wort fast verwenden, das Wort Unterdrückung zu groß ist. Also die Unterdrückung der armen AfD. Die Unterdrückung der armen AfD. Ich weine innerlich wirklich. Ja. Also selbst das freieste Deutschland, das es angeblich je gegeben hat, ist offenbar nicht in der Lage, mit einer Partei, die im System nicht mitspielt, demokratisch offen umzugehen, sondern da heißt also keine Bühne der Rechten und die dürfen nicht auftreten, keine Bühne dem Rassismus, dem Neofaschismus, der Intoleranz, dem Populismus. Da fällt auch den Öffentlich-Rechtlichen viel ein, damit die ausgegrenzt werden. Also die arme AfD wird medial fertig. Ja, das kann man wohl sagen. Also das kann man wohl sagen. Nicht nur medial, es werden die Mitglieder aus dem Staatsdienst gesäubert, muss ich sagen. Das sind echte, fast poststalinistische Säuberungsaktionen, die da sind. Gut. Ich sage fast poststalinistische Säuberungen. Wer wird gewinnen, Herr Dr. Hübner?
Ja, es sieht jetzt so aus, dass der Scholz tatsächlich gewinnt, glaube ich auch, weil er der bessere Mann als der Laschet ist. Die CDU hat halt dort den, sagen wir mal in österreichisch übersetzt, den Spindlecker-Mitterlehner-Kurs gewählt. Also, da passt der Laschet gut rein und das kommt natürlich in einer doch ein bisschen aufgeschaukelten Stimmung nicht gut an. Sie wären ja wahrscheinlich ein Freund einer Söder-Kandidatur gewesen, oder? Ich glaube, das wäre für die CDU bei Weitem besser gewesen. Also die jetzige Situation wäre unter Söder nicht vorstellbar. Und gewesen, Söder würde Ihrer Meinung nach gewinnen gegen Scholz? Ja, ich vom Gefühl würde ich sagen, ja. Also es würde sich genau umdrehen, glaube ich. Also Söder würde dort liegen, wo der Scholz liegt und umgekehrt. Ja. Und jetzt haben wir den Robert Miesig da, der den Scholz seit vielen, vielen Jahren kennt, auch schätzt, immer wieder auch hier schon positiv zitiert hat, zu einem Zeitpunkt, als die Österreicher noch gesagt haben, wer ist das, von dem der dauernd redet. Jetzt ist der Scholz Spitzenkandidat und vielleicht in 3 Wochen Kanzler. Wird er Kanzler werden, Robert? Es sind jetzt fast 2 Fragen. Genau. Nämlich die Frage, wird er die Nummer 1? Wird die SPD die Nummer 1 mit 25%? Ja. Jetzt steht es 25%, die CDU ca. bei 20. Und wird er dann Kanzler? Und wenn, in welcher Konstellation? Ja? Also der Weg zur Kanzlerschaft ist dann vielleicht noch holpriger als der zum Wahlsieger. Davon gehe ich beim jetzigen Stand fast aus, aber ich meine, es hat sich so viel in den letzten Wochen und Monaten geändert, es kann sich in den nächsten 3 Wochen noch was ändern. Aber allein, dass es so weit gekommen ist, dass die SPD, glaube ich, im März bei 15% gelegen hat und wo man gesagt hat, es wird ein Kanzlerduell zwischen Laschet und Baerbock, also zwischen den Grünen und der Union. Und die SPD kommt in dieses Duell gar nicht rein und jetzt ist sie an der Spitze. Ja? Also das ist schon überraschend und sensationell. Warum ist sie an der Spitze? Du hältst den Scholz ja für einen der unterschätztesten Politiker in Europa. Naja, ich glaube, erstens mal in einer solchen Situation, in der wir jetzt sind, Klimakrise, Corona-Krise, Wirtschaftskrise, die Leute haben extrem viel Sorgen und es ist echt viel so in einer Situation, wo die Leute das Gefühl haben, ich brauche nicht noch mehr Unsicherheit. Ja? Repräsentiert er dieses Sicherheitsbedürfnis der Menschen massiv. Das hat bisher übrigens natürlich die Merkel repräsentiert und das war von vornherein klar, oder das war auch die Strategie der SPD, zu sagen, wann die bei dieser Wahl wird die Merkel ja nicht mehr antreten, also wird unser Kandidat Scholz, Olaf Scholz, der außerdem Vizekanzler ist, also der als einziger noch mit einem bundespolitischen Amtsbonus auch noch in diese Wahl geht, dann davon profitieren. Das war eine Art von Wunschdenken oder Prophezeiung oder Strategie. Das ist auch so, glaubst du? Und das ist jetzt, nein, es ist aufgegangen. Es ist aufgegangen, sonst wäre das jetzt nicht so. Natürlich haben die anderen ein bisschen beigetragen dazu, also dass Laschet und Baerbock da sich sozusagen relativ viel ins Knie geschossen haben. Reden wir mal über Laschet. Wäre Söder der bessere Kandidat gewesen? Ja, Söder wäre wahrscheinlich der bessere Kandidat gewesen. Gar nicht so sehr aus den Argumenten, die Herr Hübner da vorbringt, zu glauben, dass Söder, dass Laschet mehr die Mitte-Merkel-Kurs vertritt als Söder. Im Gegenteil, Söder hätte sehr wohl verstanden, dass er die Merkel-Wähler halten muss, um diese Wahl zu gewinnen. Söder selbst hat gesagt gegenüber Laschet, wer die Merkel-Wähler haben will, muss auch einen Merkel-Wahlkampf führen. Ja, das war seine Kritik. Aber du glaubst, Söder wäre der bessere Kandidat. Und dann hätte Söder sicher nicht so viele Fehler gemacht. Schafft Laschet noch ein Comeback? Naja, das weiß ich nicht. Ich meine, man weiß es nicht. Ja, ja. Aber grundsätzlich emotional, wenn es so bergab für dich auch geht, ja, und du mit dem Rücken zur Wand gehst und tust das, natürlich jeder, der spiegelt, du kannst gar nichts, du bringst gar nichts zusammen, ja, dann tut das ja auch bei dir selber gewissermaßen das Selbstbewusstsein untergraben. Mhm. Also da nochmal den Bogen zu schaffen und sich hochzukämpfen, also das ist fast außerhalb des Möglichen. Erklär uns noch das Phänomen Baerbock. Die wurde ja vor 3 Wochen noch als sichere Kanzlerin gefeiert. Naja, 3 Wochen ist schon länger. Monate. 4 Wochen, 5 Wochen, naja, also vor geraumer Zeit noch. Ja. Ne? Als sie ernannt wurde und da die ganzen Titelseiten von Stern bis Spiegel beherrscht hat, jeder hat gesagt, das wird die neue Kanzlerin, das wird die neue Merkel. Und jetzt ist die komplett entzaubert worden. Warum? Naja, ich glaube, das sind 2 Gründe. Erstens mal hat sie ein paar Fehler gemacht. Zweitens war sie noch nie in einem öffentlichen Amt. Und da spielt dann das Sicherheitsbedürfnis der Menschen eine Rolle. Wenn sie die dann beginnen zu überlegen, will ich jemand, der sie noch nie beweisen musste, im Kanzleramt haben? Oder wenn ich als Alternative einen habe, der schon bewiesen hat, dass es mit ruhiger Hand kann, fast stoisch, durch Krisen zu segeln, dann hat die Erstere schwerer als der Letztere. Und zweitens soll man nicht vergessen, sie hatte diese Umfragen der Grünen hinter sich. Ja? Und das waren, abgesehen von der Themensetzung, also Themen, Klima und das ganze Thema, ja vor allem Habeck.
ja, der die Grünen aus einem, auch aufgrund seines Habitus und das, was er repräsentiert hat, aus einem Milieu herausgeführt hat, das sie normalerweise umgrenzt hat. Ja. Wäre also Habeck der bessere Kandidat? Ja, absolut, das glaube ich. Ja. Also sozusagen, diese, wenn grüne CDU-Wähler gewinnen wollen, dann wäre natürlich Habeck der bessere Und zum Kandidat. Schluss noch AfD, der Fanclub vom Herrn Hübner, ja, haben die Chancen, Platz 3 zu kriegen, also noch an die Grünen heranzukommen? AfD, nein, AfD. An die Grünen kommen sie nicht heran. Ja, das ist ein Wunschdenken. Ja, ob sie an die FDP noch rankommen, da liegen jetzt, glaube ich, 3% dazwischen. 11, 14 oder, ich meine, es ist ja mal so oder so. 3% dazwischen, das ist vorstellbar, vor allem dann, wenn die FDP wieder ein bisschen was verliert. Die hat jetzt einen Hoch. Jetzt kann man sich vorstellen, dass viele CDU-Wähler oder so halber die CDU-Wähler in der letzten Woche noch von der FDP zur CDU gehen, dann fällt die FDP wieder runter, dann sind FDP und AfD. Vielleicht auch noch ein paar CDU-Wähler zur AfD gehen, nicht wenn sie vom Laschet enttäuscht sind. Wie soll man denn die AfD sehen, deiner Meinung nach? Sind das Nazis oder sind das welche, die durchaus mit gewichtigen Argumenten bei Corona und bei Überfremdung agieren? Na, erstens mal sozusagen gewichtige Argumente würde ich dann auch in dem Fall nicht sagen. Nicht alle in der AfD sind Nazis. Es gibt manche in der AfD, die sind wirklich Nazis. Echt? Oder nah dran. Sehr großzügig. Sind nah dran. Und dann gibt es manche, die sind so im streng rechtspopulistischen Bereich. Als Partei als Ganzes ist sie natürlich also sogar weit rechts der FPÖ, würde ich sagen. Und es gibt ein paar so ehemalige konservative, altkonservative Stahlhelm-CDUler, wie man es früher genannt hat, die auch dabei sind. Aber grundsätzlich sind sie weit radikaler als die FPÖ. Also gefährlich, deiner Meinung nach? Ja, gefährlich sind sie nicht so, weil sie dadurch auch ein bisschen unfähiger sind und kleiner und 11% und nicht verankert im Staatsapparat. Herr Dr. Hübner, Schlussfrage an Sie. Da droht jetzt in Deutschland ja eine komplette Wende. Weg von der Merkel-Mama und von dem rechtskonservativen CDU-Kurs hin zu entweder Rot-Grün-Gelb, also rot-grüne FDP, oder aber, was Ihnen nämlich am besonders ein Horror sein wird, vielleicht sogar zu Rot-Grün-Rot, also rote, grüne, linke, was Herr Scholz trotz mittlerweile tausendfache Herausforderung nach wie vor nicht ausschließen. Ja, also ich glaube einmal, abgesehen vom Letzten, also das Rot-Rot-Grün wäre eine Sonderregelung, sonst wird sich in Deutschland so gut wie nichts ändern. Also der Olaf Scholz wird keine wesentlich andere Politik machen, als die Merkel gemacht hat. Die Merkel hat ja nicht eine konservative Politik, sondern hat eine CDU-SPD-Politik gemacht. Das war ja schon eine Koalition mit plus minus gleichen Gewichten, abgesehen von der Kanzlerin. Wenn jetzt ein anderer Kanzler ist, wird diese Politik plus minus weitergeführt. Der Laschet wird nichts anderes machen als die Merkel und der Scholz war ja sowieso schon dabei. Also ob jetzt die FDP dazukommt oder nicht, das wird auch nichts ändern, weil die FDP nicht das entscheidende Gewicht haben wird. Wenn jetzt die Grünen dabei sind, zum Beispiel Rot, Grün, FDP, wird sich auch nicht viel ändern, wahrscheinlich nicht viel ändern. Ein bisschen mehr werden sie halt Öko machen müssen. Ein bisschen mehr Einwanderer hineinlassen, Afghanen nicht, also irgendwelche verfolgten Richter vielleicht werden schon finden. Gut. Ja, also das wird sich schon ändern, aber dramatisch wird sich nicht ändern. Ja. Finden Sie in Deutschland nicht wieder und Sie würden AfD wählen am 26. Wenn ich in Deutschland wahlberechtigt wäre, mit Sicherheit. Und du würdest Scholz wählen, weil du ihn seit Jahren für einen der besten Politiker hältst? Ich weiß gar nicht, ob es seit Jahren so richtig ist. Also sozusagen in den letzten zwei Jahren hat er eine sehr prononcierte Wendung zu einem prononcierteren Politiker gemacht, wobei er auch als Hamburger Bürgermeister Fehler, aber auch gut agiert hat. Und ich würde ihn jetzt wählen, ohne sozusagen, manchmal wählt man ja mit zugeweihten Nasen oder so. Also das würde ich mit voller Entscheidung. Mit voller Freude machen. Und warum würdest du Baerbock nicht wählen? Das ist ja Geschmackssache, ja, Sache. Ja, an sich ist natürlich das ökologische Thema der Grünen auch mindestens so wichtig, wobei die SPD das ja auch abdeckt. Aber die Sozialdemokratie, die SPD, ist eine sehr wichtige Partei, die etwas abdeckt, was sonst niemand abdeckt, nämlich den normalen, einfachen Leid, den Arbeitern oder den Leuten aus der Mittelschicht oder unteren Mittelschicht eine Stimme zu geben. Das ist die traditionelle Aufgabe der Sozialdemokratie. Und wenn die Sozialdemokratie untergeht, dann gibt es
populistische Stimmen immer mehr. Und das ist wichtig und das ist auch gut, dass die SPD das wieder geschafft hat, auch mit dieser Respektkampagne von Olaf Scholz. Und das ist wichtig fürs Land, also für Deutschland. Und dass die Grünen stark werden, ist auch wichtig. Ja, aber ich würde die SPD wählen. Okay, danke, meine Herren. Das war's für heute. Ja. Danke vielmals. Schöne Grüße an den Andreas Mölzer, der uns da jetzt sicher per Computer, per Livestream irgendwo von Kroatien zugeschaut hat. Wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder. Morgen groß gegen Bornmena hier in dieser Arena. Bis dann.